Hallo Mädels und herzlich willkommen zu Teil Nummer 8 und somit zu dem letzten Teil meiner Essens-Neuheiten-Videoreihe. Für die ganzen Mädels, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, auf meinem Kanal findet ihr von Teil 1 bis 7 jetzt alle Essens-Neuheiten, die ich so entdecken durfte auf dem Blogger-Event, die ich euch in den einzelnen Videos kategorieweise vorstelle. Also, falls ihr jetzt erst dazugekommen seid, dann schaut unbedingt in die Infobox. Dort findet ihr die ganzen anderen Videos, wo es um Nagellacke ging, um Gesichtsprodukte, um, was hatten wir noch, um Lippenprodukte natürlich, zum Beispiel auch den Gloss, den ich heute trage. Den habe ich gerade nicht hier liegen, aber der nennt sich, glaube ich, irgendwie 2 Coral irgendwas aus der XXXL Scheinreihe. Ja, und alles Mögliche. Also heute ist der letzte Teil und heute möchte ich gerne euch die Wimpernprodukte zeigen. Und zwar natürlich die Mascaras und Wimpern gab es auch nochmal, die jetzt neu rausgekommen sind. Und ich würde sagen, ich starte auch mal damit. Das sind die 04 Single Lashes. Das ist so ein Mix mit Klebe, ist auch enthalten direkt. Und ja, die sind in 4 verschiedenen Längen in dieser Packung ja, enthalten. Sagt man das so? Enthalten? Ja, also hier sind 4 verschiedene Längen drin, so. Und ja, ich muss sagen, ich finde momentan künstliche Wimpern sehr, sehr cool. Also früher war ich da immer so ein bisschen skeptisch und habe gedacht, irgendwie ist das ja so künstlich und damit kannst du doch nicht rumlaufen im Alltag. Aber ich muss sagen, momentan ist mir das relativ egal und ich trage sehr, sehr gerne künstliche Wimpern zum Feiern. Nur ist das jetzt so, dass ich eher die, oder besser mit diesen Bändchen klarkomme, also mit den kompletten Wimpern als mit so einen. Aber, also mit so einen, ich kann heute nicht reden, entschuldigt. Ich habe so viele Videos jetzt in den letzten Tagen gedreht, jetzt irgendwann, auf jeden Fall komme ich halt mit Wimpernbändchen besser klar. Trotzdem bin ich schon sehr gespannt, wie die sind. Die Preise blende ich euch jetzt wie immer ein. Und ja, finde ich toll, dass sie die rausgebracht haben. So, dann kommen wir mal zu den Mascaras. Und zwar fange ich mal an mit der Get Big Lashes Volume Curl Mascara. Die schaut so aus, das ist ja jetzt wieder so eine Neuauflage. Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, so eine silberne, eine schwarze und noch eine blaue. Aber ich weiß gar nicht, was davon überhaupt noch im Sortiment ist. Die fand ich nämlich nicht so gut. Jetzt gibt es die Curl-Version. Die hat ein ziemlich großes Bürstchen und ja, wie der Name schon sagt, die ist gebogen. Ich muss sagen, ich komme mit so großen Bürstchen sehr, sehr gut klar und ich freue mich schon darauf, die zu testen. Bin sehr gespannt und ja, finde ich gut. So, dann kommen wir zu einer Mascara, wo ich sehr neugierig drauf war, als ich die schon auf dem Tisch dort sah. Das ist die The Lash Curler Volume and Curl Mascara von Essence. Die schaut so aus, eine super klasse Verpackung irgendwie. Hier steht dann drauf Your Lashes, das kann man drehen und dann steht da Curl, Twist, Love. Ja, die dreht man hier ganz normal auf. Dann schaut die erstmal so aus. Also sie hat normales Bürstchen und auch relativ normal von der Größe her. Ja, was man damit jetzt machen soll, um seine Wimpern zu curlen, ist folgendes. Ihr haltet die Bürste so und dann sollt ihr während des Tuschens hier dran drehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen sehr umständlich. Also wer tuscht sich seine Wimpern so und dreht dann da dran? Also, weiß ich jetzt nicht, ob das eine Spielerei sein soll oder ob das wirklich einen Effekt hat, weil ich glaube nicht, dass wenn man das dreht, dass die Wimpern dann besonders ja, geschwungen sind. Aber okay, muss man ausprobieren, ist eine Spielerei und ja, da waren sie halt sehr kreativ und sowas gibt es ja auch noch nicht. Also habe ich jetzt so noch nie von gehört. Ja, so, dann kommen wir auch schon zu der nächsten. Das ist die Essence Maximum Volume Mascara in dieser richtig geilen Verpackung. Gefällt mir richtig gut die Farbe. Und das ist zu meiner Vorliebe eine Gummibürste, die diese Mascara enthält. Die schaut so aus. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und wenn ich hier mal so dran drücke, seht ihr, dass die so... Moment, vielleicht kriegen wir das hin. Unten, dass die sich so öffnet. Also die hat so... Ich weiß gar nicht, wie ich euch das anders demonstrieren soll. Könnt ihr das erkennen? Ich weiß nicht. Die hat auf jeden Fall so Öffnungen irgendwie. Ist praktisch wie so ein... Ja, wie soll man das beschreiben? Ich weiß es nicht. Das müsst ihr euch selber angucken. Ihr seht das ja. Ja, eine ganz außergewöhnliche Bürste, finde ich irgendwie. Relativ klein auch wieder. Und ich bin mal gespannt, wie ich damit klarkomme. Wie gesagt, ich liebe Gummibürstchen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu den mehr oder weniger Highlights. Essence hat farbige Mascaras rausgebracht. Das sind jetzt nicht alle. Es gibt noch eine lilane, soweit ich weiß, die kommt.
Und eine rote meine ich und noch eine andersfarbige. Ich weiß aber gerade nicht, welche Farbe. Aber wir haben jetzt diese zwei schon testen dürfen. Und ja, das sind richtig, richtig geile Farben, finde ich. Irgendwie einmal hier so ein krasses Grün. Das ist die Farbe. Steht sie hier drauf? Ich weiß gar nicht. 01 steht hier nur drauf. Und dann noch so ein richtig krasses Blau, die 02. Und das schaut so aus. Also richtig cool. Ich muss dazu sagen, vorab war ich überhaupt nicht angetan, als ich die Previews gesehen habe und dachte mir, bunte Mascaras. Also läuft man eh nicht mit rum und ist irgendwie so altbacken, vor allen Dingen blau. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich sie habe und ich habe sie auch schon ausprobiert, ich glaube, das kann eine ganz coole Sache für den Sommer werden. Und ich glaube, ich werde mich diesen Sommer eh so einiges trauen. Ich habe euch ja auch, Moment, in dem vorigen Lidschattenvideo gezeigt, dass es hier die All About Paradise Eyeshadow Palette gibt. Und ja, da sind auch krasse Farben drin. Ich glaube, diesen Sommer werde ich mich mal was trauen. Ich meine, Make-up ist dazu da, um Sachen auszuprobieren, um seinen Typen zu verändern, seine Stimmung auszudrücken. Und warum dann nicht auch mal so eine Mascaras ausprobieren? Ich glaube, das kann ganz cool aussehen. Und eine auf dem Event hat die auch direkt ausprobiert und die hatte auch so einen blauen Lidstrich und das hat super geil gepasst und das sah auch echt klasse aus. Und ja, warum nicht? Finde ich sehr, sehr cool. Und die lilane Mascara werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Da bin ich nämlich richtig heiß drauf. Die Farbe finde ich cool. Und ja, ich habe ja auch mir von Kiko jetzt lilane Haarkreide gekauft und das ist schon ganz cool. Naja, aber ich schweife schon wieder ab. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein von diesem Video. Das waren so die neuen Mascaras bzw. Wimpern, die ins Sortiment jetzt, ja, die da eingezogen sind. Und ich bin mal gespannt, wie sie sich so verhalten werden. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich, dass allgemein euch diese komplette Videoreihe zu den Essence-Neuheiten gefallen hat. Mir hat sie wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so viel Arbeit in Videos gesteckt. Also natürlich habe ich mir immer Mühe gegeben und das alles versucht schön zu machen mit Titelbildern und so weiter und so fort. Aber das war wirklich eine Arbeit, die ganzen ja, Produkte erstmal aufzulisten von den Namen her. Ja, die Infoboxen zu füllen mit den Preisen und die Titelbilder und schneiden und Preise einblenden und hier und da. Also ich habe mir wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Ich habe jetzt 3 Tage gebraucht, das heißt das ganze Wochenende und heute den Montag, wo ich schulfrei habe, ein Glück, super passend. Und ja, ich hoffe einfach, das hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet so einen Eindruck, einen ersten Eindruck von diesen ganzen tollen Produkten kriegen. Und ja, lasst mir fleißig euer Feedback da. Ich freue mich darüber und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video, was wahrscheinlich die Verlosung sein wird. Also seid gespannt. Ich verlose natürlich auch tolle Produkte, da ich nicht alles selber behalten kann, weil ich das auch gar nicht alles verwenden würde. Ein paar Sachen verschenke ich auch an Freunde oder an meine Schwester habe ich schon was verschenkt. Aber es wird natürlich auch ein Paket für euch geben. Also schaltet in meinem nächsten Video ein und bis dann. Ciao.